So, Freunde, ihr seht es, ich sitze alleine hier. Was kann das heißen? Nein, Ronny hat keinen Urlaub, denn er ist für euch unterwegs und zwar in Essen auf einer kleinen Messe und guckt sich da neue Geräte an. Deswegen habt ihr wieder mit mir vorlieb zu nehmen und ich würde sagen, wir gucken uns die News und die Angebote der Woche an. Wir fangen an und zwar Atari feiert seinen 50. Geburtstag dieses Jahr und das nimmt man sich zum Anlass, das mit einer kleinen Spielekollektion zu feiern, in der man alle möglichen Highlights der letzten 50 Jahre Spielegeschichte von Atari nochmal präsentieren möchte. Das Ganze wird auf mehreren Plattformen zur Verfügung gestellt, unter anderem spricht man hier von Steam, Epic Store, Xbox und so weiter und so fort. Und das Ganze, die Spiele-Collection wird um die 40 Euro kosten. Und ich denke mal, für den vielleicht auch etwas älteren Spieler oder Spielerin, da wird sicherlich das ein oder andere, die ein oder andere Perle bei sein, die man noch kennt aus der Jugend. Und also ich habe da auch Bock drauf, auch wenn ich natürlich mit Atari nicht ganz so viel anfangen kann. Aber den Atari 2600 oder 2600, ich weiß bis heute nicht, wie man es richtig ausspricht, hatte ich damals auch. Habe da viele, viele Spiele drauf gespielt. Ich erinnere mich, da gab es ja schöne Cartridges, wo dann so 100 in 1 und 30 in 1, 32 in 1 und sowas drauf war. Und habe ich viel Spaß mit gehabt. Also ich freue mich auf die Collection, ich werde sie mir holen und einfach mal reinschnuppern, was es da so Schönes zu entdecken gibt. Eine weitere News ist, dass LG in das Heimfitnessgeschäft einsteigen möchte. Und zwar in dem Artikel wird davon berichtet, dass man sich sowohl so ein bisschen Peloton als Vorlage nehmen möchte und auch so smarte Fitnessgeräte anbieten möchte. Ob es da jetzt auch konkret um Laufbänder, um Ergometer und so weiter geht, das weiß ich noch nicht genau. Aber ich denke mal, wenn, dann wird man da wahrscheinlich gleich in die Vollen gehen, dass man das Ganze wahrscheinlich mit einer Plattform nochmal kürt, dass da die Geräte mit einbezogen werden und dass man seine Fitnessdaten wahrscheinlich komplett gesammelt dann sammeln kann an einem Ort, einer Stelle. Kann ich mir spannend vorstellen, ist auf jeden Fall ein wachsender Markt, der vor allen Dingen jetzt während der Lockdown-Zeit hat ja das ganze Geschäft geboomt und ich denke, LG könnte da definitiv mit der Erfahrung, die man hat, einiges vom Kuchen abhaben. Wir haben ja schon euch berichtet, dass ja an einem Monkey Island-Nachfolger gearbeitet wird und zwar vom Originalentwickler Ron Gilbert. Jetzt ist das Ganze für ihn ein bisschen negativ ausgelaufen, denn man hat überall auf den Social-Media-Kanälen ja immer wieder Teaser und Bilder und Trailer gezeigt. Und wohl unter den Trailern, wo man dann auch erstmals jetzt Guybrush Threepwood das Design gezeigt hat, waren wohl alteingesessene Fans nicht ganz so glücklich, denn man wechselt ja den Grafikstil, sag ich mal, von dem eher retro-pixellastigen Bereich so auf einen etwas moderneren, abstrakteren. Und das stößt wohl nicht bei jedem auf Gegenliebe. Und er meinte, die Kommentare sind wohl teilweise sogar persönlich geworden, auch recht überwiegend negativ ausgefallen, dass ihn das doch negativ überrascht hat. Und er das jetzt gar nicht mehr so doll feiert, dass er da immer direktes Feedback von der Community wünscht und hat wohl bei einigen Sachen dann auch die Kommentare deaktiviert, teilweise auch Kommentare gelöscht, Leute gesperrt. Ist, glaube ich, auch beiderseits ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ist auch von ihm jetzt nicht die feine englische Art, vielleicht so auf Kritik zu reagieren. Ich denke mal, es sollte klar sein, dass man vielleicht nicht ganz den Retro-Charme wieder einfangen kann oder möchte von damals. Aber letztendlich zählt doch dann auch das Ganze drumherum, die Atmosphäre, das Gesamtpaket muss nachher einfach stimmen und ich denke, da sollte man den Entwicklern auch die Chance geben, sich vielleicht 20, 30, 40 Jahre später dann nochmal verwirklichen zu wollen. Die Oculus Quest gehört ja schon seit langem zum Meta-Konzern, zu Facebook und vor allem bei der Quest 2 gab es ja dann so einen kleinen Aufschrei, dass man zwangsweise wirklich einen Facebook-Account zum Einrichten benötigt hat. Infolgedessen gab es ja die Quest 2 offiziell nie auf dem deutschen Markt und alle Interessenten, inklusive mir, mussten das Ganze ja dann damals aus dem Ausland bestellen. Zum Beispiel Amazon Frankreich fällt mir da spontan ein, weil es halt in Deutschland infolge der Datenschutzprobleme da zu keiner Markteinführung kam. Wer das heute noch so ein bisschen hinterher trauert, aber eigentlich Bock auf das Gerät hätte, der hat jetzt eine Alternative. Und zwar gibt es von der Firma Pico die Pico Neo 3 Link, die hardwaretechnisch und optisch sehr der Quest 2 ähnelt und aber keinen Facebook-Account voraussetzt. Pico ist jetzt aber auch kein neuer Hersteller, denn das ist eher so ein OEM-ODM-Hersteller, der schon für Valve, der schon für Sony auch Auftragsarbeiten erledigt hat und Headsets hergestellt hat und auch teilweise auch schon eigene Headsets für den Business-Bereich vorgestellt hat und jetzt auch erstmalig ein Gerät für den, also ein eigenes Gerät für den Consumer-Bereich vorstellt. Jetzt hat das Ganze aber trotzdem einen kleinen faden Beigeschmack, denn der Konzern Pico gehört mittlerweile zum ByteDance-Konzern, der ja, wie der ein oder andere weiß, der Betreiber von TikTok ist. Und infolgedessen
wird man da auch sicherlich die Daten sammeln, vielleicht irgendwo abgreifen und so weiter. Wie gesagt, ist alles jetzt nur Mutmaßung, aber so ganz so ein ganz leichtes Fadenbeigeschmack bleibt dann trotzdem. Aber wie gesagt, preis-leistungstechnisch, hardware-technisch, optisch und so weiter, lehnt man sich da sehr oder nähert man sich da sehr der Quest 2 an und zumindest braucht man keinen Facebook-Account. Obwohl man natürlich bei Oculus dann auch schon das wirklich runde Ökosystem bekommt, was mittlerweile schon wirklich sehr umfangreich gestaltet ist. Da kann Pico wohl noch nicht ganz so mithalten, aber ich denke, das wird wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit sein. Wenn da so ein großer Konzern hintersteckt, denke ich mal, wird man das Ganze auch entsprechend ausbauen wollen. Dann gab es jetzt auch ein etwas größeres Thema, denn es ist ein riesiges, umfangreiches Dokument zu GTA 6 geleakt worden. Man ist sich jetzt in der Community uneins darüber, ob es jetzt wirklich legitim ist oder ob das Ganze ein wirklich gut und umfangreich gemachter Fake ist. Weil in diesem Dokument, was wohl intern für Rockstar gedacht war, ist verdammt viel an Informationen enthalten. Also ich gebe jetzt nur mal so ein paar Randnotizen, weil ich will euch ja auch nicht spoilern. Ich habe mir dazu auch nicht alles durchgelesen. Es geht wohl wieder um drei Charaktere, wie die wohl auch miteinander zusammenhängen, was es da für Möglichkeiten gibt. Es ist auch zum Online-Modus schon viel genannt worden. Es wurde auch in dem Dokument gesagt, man geht wohl davon aus, dass es jetzt im dritten Quartal angekündigt werden würde, GTA 6. Theoretisch wohl sogar schon zum 7. Juli möglich wäre, sich Rockstar aber noch uneins wäre, ob man es zu dem frühen Zeitpunkt, das wäre ja innerhalb schon von wenigen Tagen, ob man es da wirklich schon präsentieren möchte. In dem Dokument spricht man auch davon, dass aktuell ein Release zum Ende 2024 angedacht sei. Also es wird auf jeden Fall, egal ob jetzt Leak oder nicht, kann man davon ausgehen, dass GTA 6 noch eine Weile auf sich warten lassen wird. Und man kann auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich wirklich der Fokus sehr stark auch wieder auf dem ganzen Multiplayer-Modus liegen wird, weil das ist halt für Rockstar wirklich eine Gelddruckmaschine, ja schon bei GTA 5. Und ich denke, da wird man das Ganze bei GTA 6 nochmal eine ganze Schippe drauflegen wollen, um dann noch mehr Geld einnehmen zu können. So, das war's dann mit den News und wir kommen zu den kostenlosen Games im Epic Game Store. Da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass da Spiele bei waren, die mir jetzt nicht so ganz was gesagt haben. Und zwar waren das GeneForge Mutagen, was jetzt kostenlos so erhältlich ist, und Iratus, Lord of the Dead. Jetzt sieht man auch, es ist ein drittes Spiel dazugekommen, und zwar Hood, Outlaws und Legends. Das ist ja noch gar nicht so alt, ist wohl gar nicht so gut damals angekommen. Ich hatte mir mal auch ein Spiel dazu angeschaut. Ist halt so ein Koop-Spiel. Ich fand es aber eigentlich so recht interessant, was man da gesehen hat. Und ich denke mal, dadurch, dass es jetzt kostenlos zu haben ist beim Epic Game Store, könnte vielleicht auch die Spielerschaft oder die Nutzerschaft oder die Fanbase ein bisschen anwachsen. Ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Wenn ihr dazu was wisst und das schon gespielt habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Für nächste Woche sehen wir dann auch, dass Ancient Enemy angekündigt ist, sagt mir nichts. Und Killing Floor 2. Richtig geiler, sage ich mal, sehr brutaler Shooter, auch eher Multiplayer. Und habe ich auch sehr gerne schon, und es ist schon wieder ewig her, habe ich aber auch sehr gerne gespielt und ich glaube auch selbst Ronny hatte damals auf der Konsole reingeguckt. Auf jeden Fall ein richtig, richtig geiles Brett. Nichts für schwache Nerven, sage ich mal. Macht aber echt Laune. Das war es dann auch mit den kostenlosen Games und jetzt kommen wir zu den Angeboten, die wir für euch rausgesucht haben. Und die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Ich denke mal, da kann man noch einen smarten Standventilator benötigen. Und da gibt es natürlich auch was von Xiaomi. Und zwar den Xiaomi Fan 2. Der ist jetzt gerade für knapp 50 Euro im Angebot bei G-Shopper aus dem EU-Lager mit dem Gutschein hier. Und das ist wirklich, so wie wir schon mitgekriegt haben, ein Top-Standventilator, der halt auch wirklich selbst auf höchster Lautstärke recht laufruhig ist. Eine lange oder der auch eine gute Funktion liefert und der vor allen Dingen, wer es benötigt, smarte Funktionen besitzt und auch sogar eine App-Kompatibilität hat. Ansonsten gibt es auch wieder ein E-Bike und zwar das Eleglide M1 Plus. Gibt es ab für knapp unter 800 Euro bei Geekbuying aus dem EU-Lager mit dem Gutschein hier. Und ich denke mal, man darf jetzt nicht das Nonplus Ultra warten, aber es ist straßentauglich, es ist auch zugelassen für deutsche Straßen und hat einen abnehmbaren Akku, ist so ein bisschen Mountainbike-Optik, hat die üblichen 25 km/h, die auch legal sind und hat eine Reichweite von bis zu 100 km, je nach Fahrergewicht und Unterstützungsstufe. Wir haben auch wieder die Easy Valo LED-Unterbauleuchte für euch und zwar die gibt es jetzt bei Amazon. Wenn man einen 10% Sofortrabatt da aktiviert, kann man das Ding für knapp 26 Euro abstauben. Besonders gut hat mir gefallen, dass die Rückseite magnetisch ist, man sie daher überall, sag ich mal, an metallische Oberflächen oder magnetische Oberflächen ranwappen kann. Man hat aber auch so eine kleine Metallleiste mit doppelseitigem Klebeband dabei, die man dann irgendwo anbringen kann, zum Beispiel am Schrank
oder sonst wo, dass man die da anbringen kann, liegt bei und der Akku ist abnehmbar. Das heißt, ihr könnt das Gerät hier, dieses Stück abnehmen und könnt es dann leider per Micro-USB, nicht USB-C, aber immerhin, dann wirklich ganz einfach aufladen und das Ding bei Bedarf wieder ranstopfen. Ihr habt einen Infrarot-Bewegungssensor, ihr könnt die Helligkeit regulieren mit einem Touch-Button und das Ganze dann entweder automatisch an- und ausschalten lassen, manuell an- und ausschalten, Helligkeit einstellen. Wirklich schönes Ding. Honor ist ja dieses Jahr wieder zurück gewesen und zwar mit dem Honor 50, was ja erstmals jetzt seit langer Zeit wirklich wieder Google-Dienste liefern kann. Und das Honor 50 wird preislich immer interessanter. Wir haben den Snapdragon 778, das ist obere Mittelklasse, wirklich schönes Gerät, schönes Display, abgerundete Kanten, gutes Kamera-Setup und das Ganze gibt es jetzt mit der Ausstattung mit 128 GB für 289 Euro bei Galaxus direkt aus Deutschland. Das ist ein Top-Preis, wer damit zufrieden ist, Android 11, wird wahrscheinlich sogar schon ein Update auf Android 12 bei sein. Kann man nichts sagen, also uns hat das Telefon damals im Test wirklich gut gefallen. Und wer ein günstiges Einsteigergerät braucht, zum Beispiel als Alternative zum OnePlus Nord 2, der wird hier sicherlich nichts verkehrt machen. Als letztes Gerät für die Retro-Fans hätten wir dann den PowKiddy V90 für euch. Der erinnert optisch frappierend an einen Game Boy Advance SP, ist aber deutlich funktional oder deutlich umfangreicher in der Spielebibliothek, denn ihr habt so alles an 8-Bit- und 16-Bit-Konsolen in der Hosentasche dabei. Ob es nun Nintendo, Super Nintendo, Sega Mega Drive, Neo Geo oder sowas ist, alles dabei. Für knapp 34 Euro könnt ihr das Ding bestellen, hat ein gutes Display, das Display ist durch die Aufklappfunktion halt auch soweit immer geschützt, hat die üblichen Tasten und hat vor allem eine fette Spielebibliothek. Da gleich wieder der Hinweis Grauzone. Offiziell würde ich euch anraten, löscht alle Spiele runter und behaltet nur die Spiele, die ihr auch im Original besitzt. Ansonsten macht das Ding aber vor allem für den günstigen Preis trotzdem einiges richtig, denn wir haben ein gutes Display und eine gute Akkulaufzeit und ja, wer nochmal seine Kindheitsspiele aufleben lassen möchte oder einfach was für die nächste Zug- oder Busfahrt benötigt, macht hier auf jeden Fall nichts verkehrt. Ja, und dann würde ich sagen, das war es dann auch schon wieder für die News und Angebote dieser Woche. Nochmal einmal alleine, denn Ronny ist ja wie gesagt unterwegs, aber nächste Woche ist er dann auch wieder für euch da. Dann machen wir das hier wieder im Zweierpack. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne oder den Regen, je nachdem von was ihr Fan seid. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns. Macht es gut, haut da rein.